Zurück beim Hauptzollamt Darmstadt. Hier kommen täglich rund 50 Pakete aus Nicht-EU-Ländern an. Der Inhalt für die Zöllner unbekannt. Doch Christine Trapp und Norbert Köppen haben meist einen guten Riecher. Haben Sie sich was bestellt? Ja. Ja, was soll denn drin sein in dem Paket? Das ist ein Modul für ein Modular-Subdesign, also ein elektronisches Gerät. Okay, was kann man mit dem? Baukomponenten. Man kann damit Klänge erzeugen, Musik machen. Okay, alles klar. Ich hol's Ihnen mal her. Okay. Selbst Christine Trapp ist dieses Mal gespannt, was sie erwartet. Billig klingt das jedenfalls nicht. Also mit Elektronikteilen kenne ich mich nicht so gut aus. Wir lassen uns mal überraschen. In Deutschland sind diese Geräte sehr teuer. Der Mann hat das Modul für 1000 Euro im Internet entdeckt. Auf den ersten Blick ein Schnäppchen. Ist aber privat, ist nicht gewerblich. Ist privat. Privat, okay. Mhm. Müssen wir gerade mal reingucken. Ich hole gerade mal ein Messer. Ich habe ganz normal bei eBay das ersteigert und ganz normal bezahlt auch. Und habe gehofft, dass es mit der Post zu mir nach Hause geliefert wird. Und ja. War enttäuscht, dass ich jetzt irgendwie erst über den Zoll irgendwie die ganze Sache abwickeln muss. Gerade einmal aufmachen, bitte. Okay. Der junge Mann ahnt nicht, dass seine Enttäuschung noch größer werden wird. Ich will schon mal vorab, es kommen 19% einfach Umsatzsteuer drauf. Okay. Das ist natürlich heftig, ja. Ja. Also Sie hätten auch die Möglichkeit zu sagen, wir schicken es zurück, wenn Ihnen das dann zu teuer wird. Okay. Ja, ich muss mal überlegen, ob ich das machen soll. Jetzt bin ich schon so ein bisschen überlegen, ob ich nicht die 19%, diese knapp 200 Euro irgendwie investiere, damit ich das Teil halt jetzt sofort habe. Ja, ist jetzt, ja, muss ich jetzt irgendwie spontan entscheiden, ja, auf die Schnelle. Viele Verbraucher sehen bei der Bestellung nur das Schnäppchen im Onlineshop und denken nicht an die Kosten für die Einfuhr. Also ich habe mich gerade so entschieden, es zurückzugeben zu lassen. Okay. Ja. Dann schicken wir das zurück an den Absender in der Schweiz und dann setzen Sie sich am besten mit dem in Verbindung, ob das Paket schon angekommen ist. Also einfach hier gerade vermerken, Annahme verweigert, Datum und Unterschrift. Der junge Mann ist ernüchtert. Ja, ich habe mich halt auf das Gerät gefreut, ja, und habe vielleicht mit ein paar Euro, also ein bisschen Zollkosten, ein paar Prozent gerechnet, aber jetzt 19% Umsatzsteuer ist jetzt für mich neu. Ja. Und das war jetzt natürlich auch der ausschlaggebende Punkt, das Teil zurückgehen zu lassen. Ja. Ab einem kommerziellen Warenwert von 22 Euro kommt die Einfuhrumsatzsteuer obendrauf. Ab 150 Euro dann noch Zollgebühren zusätzlich. Alles klar. Man muss natürlich jetzt irgendwie herfahren und Zeit opfern. Und, ja, ist ein bisschen unangenehm. Also ich kann da schon mitfühlen und das verstehen, dass die Leute auch vielleicht genervt sind. Aber mit der Zeit ist man da halt auch abgehärtet und hat schon so viele Fälle durchgemacht, dass man dann halt einfach sagen muss, es muss zurück oder sie bezahlen und dann müssen die Leute sich entscheiden. Jedes siebte Paket wird erst gar nicht beim Zoll abgeholt und wieder zurück an den Absender geschickt. Die häufigsten Gründe: Schuldbewusstsein oder Scham der Empfänger. Denn so manches, was Christine Trapp und Norbert Köppen in die Finger bekommen, ist nicht ganz legal oder ziemlich privat. Guten Tag, Sie haben ein Paket bekommen, bestellt. Ich soll ein Paket abholen, genau richtig. Gut, haben Sie denn einen Beleg dabei, was Sie bezahlt haben? Ja, ich habe was bestellt. Ich gucke auch gerade, ob ich die Rechnung dafür noch finde. Gut, dann suche ich schon mal das Paket. Super, vielen Dank. Neben Waffen, Drogen und Plagiaten hat Norbert Köppen im Beisein der Besteller schon jede Menge Kurioses zu Gesicht bekommen. Auch bei diesem Päckchen wird es spannend. So, das wäre das hier. Okay, das müssten Sie mir, wenn es geht, per E-Mail schicken. Aber was hat die junge Frau denn überhaupt bestellt? In den USA habe ich was bestellt. Das ist ein BH gewesen. Und den gibt es halt so hier nicht in Deutschland. Und deswegen musste der halt aus den USA kommen. Und war auf jeden Fall teurer als 25 Euro. Um aber die Einfuhrumsatzsteuer berechnen zu können, muss die Rechnung her. Sie muss mir jetzt einen Zahlungsnachweis schicken. Den brauchen wir für unsere Unterlagen, damit wir was schriftlich haben, was sie bezahlt hat. Wir würden jetzt erstmal das Paket aufmachen. Es könnte theoretisch auch sein, dass eine Rechnung in dem Paket drin liegt. Aber das müssen wir halt mal schauen. So, dann würde ich Sie bitten, das Paket mal aufzumachen. Ich bin schon gespannt, da der Zusammenhang DC-Comics mit einem BH mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, was dabei rauskommen wird. Ach, was, aber echt jetzt? Ah ja. Okay.
DC steht für einen großen Comicverlag. Die Reaktion des Zöllners ist zurückhaltender als die der Bestellerin. Mein Freund, der steht total auf DC Comics halt und ich habe halt im Internet mal so geguckt und schade ist halt, dass man das so direkt in Deutschland einfach nicht findet. Und dann kam ich halt auf eine, auf so eine amerikanische Seite weitergeleitet und dachte, ja, das ist es genau, das habe ich gesucht. Und so kommt man halt da dran. Wir haben ganz oft, dass Unterwäsche hier abgeholt wird, die im Ausland bestellt wird. Nee, das weiß er noch nicht. Das habe ich alles klammheimlich gemacht und ja. Das wird er jetzt noch nicht wissen, denke ich mal. Der Zöllner bleibt sachlich und berechnet die Kosten. Die junge Frau rechnet bereits mit dem Schlimmsten. Immerhin hat die Superheldenunterwäsche schon umgerechnet rund 40 Euro gekostet. Ich meine, das ist jetzt eine Überraschung für einen Freund gewesen. Und das ist okay gewesen, dass man das in Kauf auch mal. Ich setze jetzt einfach mal höher an, dann habe ich nicht so einen geschockten Gesichtsausdruck, wenn ich dann gleich den Rest gesagt bekomme. Ja. Und? So, das ist jetzt Ihr Bescheid. Das hier haben Sie noch zu bezahlen, sind also 8,52 Euro, die jetzt noch anfallen. Damit gehen Sie bitte zu unserer Kasse. Die junge Frau ist happy. Schließlich hat sie mit einer Gebühr von 40 Euro gerechnet.